Der Franziskaner Johannes Duns Scotus wurde 1265 geboren und erhielt seinen Beinamen nach seinem Geburtsort Duns. Er wirkte im Franziskanerorden als Lehrer und als Disputator in Oxford. 1304 ging er nach Paris und 1307 nach Köln, wo er im November 1308 im Alter von 43 Jahren verstarb. Scotus besaß hohe mathematische Bildung und stellte höchste Anforderungen an einen Beweis. Er meinte, dass die natürliche menschliche Vernunft Gott nicht klar erkennen kann. Die rationale Definition als das höchste Sein, als das Erste und Unendliche sei ein konfuser Begriff. Die Gotteserkenntnis gibt es nur über den Glauben, dessen Inhalt man aber nachfolgend philosophisch analysieren kann. Wie viele seiner Vorgänger beschäftigte sich auch Scotus mit dem Verhältnis von Willensfreiheit und göttlicher Vorbestimmung. Nach Scotus steht Gott außerhalb jeder Zeit. Er sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht getrennt voneinander. So kann Gott die Entscheidungen und das Verhalten der Menschen vorhersehen. Dennoch sind es freie Entscheidungen des Menschen. Gott hat nur diese Entscheidungsfreiheit vorherbestimmt. Der Mensch ist ebenfalls frei, die Gnade Gottes anzunehmen oder nicht. Weder Gewohnheit noch Habitus können den menschlichen Willen zu einer bestimmten Wahl nötigen, wiewohl sie einen Einfluss haben. Auch der Verstand, der dem Willen seine Erkenntnis vor Augen hält, kann nur zu einer Entscheidung anraten, nicht zwingen. Gott selbst besitzt seinen eigenen freien göttlichen Willen. Die Sechsecke unseres Modells zeigen die verschiedenen Möglichkeiten Gottes, aus denen sein freier Wille auswählt. Gott ist frei, gar keine Welt zu schaffen oder eine ohne jede einschränkende Notwendigkeit, wie sie durch das Sechseck, das alles freilässt, links oben dargestellt wird. Ebenso wäre eine Welt, in der alles festgelegt ist, möglich, wie sie durch das Sechseck unten illustriert wird, das dem Menschen keine Wahl des Lebensweges lässt. Gott könnte weiterhin eine Welt kreieren, in der der Mensch über begrenzte Wahlmöglichkeiten verfügt. Dies wird im Sechseck links unten angedeutet. Außerdem ist Gott frei, sich in Christus oder in etwas anderem zu inkarnieren, wofür die Sechsecke oben stehen. Scotus sagte, Gott hätte auch als Stein auf die Welt kommen können. Ebenso frei ist er in der Erlassung der Gebote, die den Weg zu Himmel und Hölle definieren. Diese Freiheit wird durch die beiden Sechsecke rechts oben veranschaulicht. Obendrein kennt Gott mit seiner Allwissenheit die Entscheidung des Menschen vorher bzw. außerhalb der Zeit, was im Modell rechts unten gezeigt wird. Nach Scotus hat sich Gott für die Welt links unten entschieden, die dem Menschen begrenzte Wahl lässt. Der Mensch kann seinen Weg frei entscheiden. Nach dem Sündenfall kann der Mensch von sich aus aber nur noch den Weg nach unten zur Sünde nehmen, wenn ihm nicht die göttliche Gnade zu Hilfe kommt. Die Gnade muss dem gefallenen Willen aufhelfen, seine Rechtschaffenheit wiederzuerlangen. Der Part des Willens dabei ist es, diese Hilfe gewähren zu lassen und die Gnade anzunehmen. Die Gnade und der Wille bewirken zusammen die Errettung des Menschen. Auch auf anderen Gebieten trieb Scotus die philosophische Entwicklung mit Scharfsinn voran, weshalb seine Zeitgenossen ihn auch Dr. Subtilis nannten. Unser Modell zeigt die vier Begriffspaare der aristotelisch-neuplatonischen Tradition: das Allgemeine und das Individuelle, die Form und der Stoff, die Wirklichkeit und die Möglichkeit sowie die Aktivität und die Passivität. Als erster durchbrach Scotus dieses aristotelisch-neuplatonische Schema, das einer Geringschätzung des Individuums entspräche. Die Auflösung dieses kontrastierenden Schemas deutet schon die Weiterentwicklung in der Spätscholastik und Neuzeit an, die vielfach auch eine Aufwertung des Individuums vorantreibt. Scotus stellt die Gegensatzpaare ähnlich wie bei einem Koordinatensystem quer zueinander und ermöglicht damit die Entfaltung eines neuen logischen Raums. Diese lässt Kombinationen wie individuelle Form, aktive Materie und so weiter zu, die im Fortgang der Philosophiegeschichte wichtig werden.